السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إذا دائما في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية دويتش لغنا إن ماروكو دويتش ميت أيوب. إذا في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية ليكسيون 31 أنت دير تيتل فيت بلايبن، إذا تحت عنوان حافظ على اللياقة. Gut, hören Sie auf den Rat einer Spezialistin. إذن استمع إلى نصيحة أحد الاختصاصية. Gut, Tipps für Ihre Gesundheit. إذن بعد خطوات أو نصائح للصحة الجيدة. Was passt? Hören Sie zu. إذن هناك ثلاث صور وهنا ثلاث عبارات سنقوم بوضع كل عبارة مع الصورة التي تمشي معها. Sie sitzen zu viel und haben zu wenig Bewegung. إذن أنت تجلس كثيرا وقليل الحركة. Hören Sie auf den Rat eines Fachmanns und machen Sie regelmäßig Gymnastik zur Kräftigung der Beine. إذن استمع إلى نصيحة أحد المتخصصين وافعل الجيمناستيك على الركبة. إذن هذه تمشي مع الصورة نمرة A. Sie fühlen sich gestresst. إذن أنت تحس بالعياء. Machen Sie eine Gurkenmaske, das ist gut für die Entspannung des Gesichtes und die Pflege der Haut. إذا افعل ماسك من الخيار، إنه يريح، إنه مريح للوجه وكذلك يحافظ على الجلد. Gut, تمشي مع الصورة سي. Also أخيرا، Sie haben Rücken. Rückenschmerzen. إذن أنت لديك ألم الظهر. Hören Sie auf den Rat einer Spezialistin. إذن استمع إلى نصيحة أحد المختصات المتخصصات. Legen Sie sich auf einen Tisch und lassen Sie den Oberkörper hängen. إذن ألقي فوق الكرسي وضع ظهرك وضع جسمك الأعلى. Das Wichtigste ist die Entspannung des Rückens. إذن الأهم من شيء هو الاسترخاء الظهر. Das ist besser als die Einnahme eines Medikaments. هذه أحسن من استعمال الدواء. Gut, lesen Sie die Texte noch einmal. Markieren Sie die Genitivformen und ergänzen Sie. إذن اقرأ هذا النص واستعمل Genitivs Form. Genitiv mit dem bestimmten Artikel, Genitiv mit dem unbestimmten Artikel. إذن سنتعرف على الجينيتيف اللي هو المضاف إليه. Gut, hier Rückens. إذن نقول des Rückens. Des Gesetz. إذن Rückens والظهر. Gesetz والوجه. Also eines Fachmanns. Eines Medikaments, إذن هذا das und da auch der Fachmanns, der Haut, إذن الجلد, einer Spezialistin, einer, إذن نضيف ER, und der Beine, und hier von Medikament, meiner Medikamente, und auch so kein und mein und so weiter und so fort. Und was würden Sie mir empfehlen, إذن? إذن ماذا يمكنك أن تنصحني؟ Gut, hören Sie das Gespräch noch einmal und spielen Sie dann weitere Gespräche. إذن استمع إلى النص مرة واحدة وقم بلعب دور الحديث. So jung und schon Bandscheibenprobleme. Dagegen müssen Sie unbedingt was tun. Ja, aber was? Können Sie mir einen Rat geben? Kennen Sie vielleicht ein gutes Medikament? Oh, passen Sie bloß mit Medikamenten auf. Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und was würden Sie mir empfehlen? إذن هذا حوار حول أنه ينصح بعدم استعمال الأدوية وتجنبها. Zum Beispiel, oh je, Sie sind ja ganz blass. Ja, ich bin erkältet. إذن blass هي أصفر. Erkältet هي ضرب البرد. إذن فيه نزلة برد. Dagegen, إذن dagegen هي ضد. Ja, aber was? Was können? Ja, empfehle
empfehle Ihnen. Ich empfehle Ihnen. Ich werde. إذا نستعمل بعض العبارات هنا من أجل ملء هذه الفراغات. An ihrer Stelle. Ich kenne Medikamente, Tabletten und so weiter. Sie sollen, es ist oder es wäre am besten, Sie Sport treiben zum Beispiel. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich muss dringend abnehmen. Ich habe im Urlaub 3 Kilo zugenommen. Das Problem hatte ich auch. Ich an deiner Stelle würde. إذن هنا ستقومون بوضع حوار من أجل الاستعداد للمحادثة. Und am Ende werden Sie dann trotzdem operiert. إذن وفي النهاية قررت أو بالرغم من ذلك فعلت العملية. Ergänzen Sie إذن hier muss gerundet werden, werden gerufen. Muss gemessen werden und hier werden operiert. إذا هناك فراغات سنقوم بتوظيف هذه العبارات. Und es hilft auch nichts. Und am Ende werden sie dann trotzdem operiert. إذا هنا استعمل. Sie nun muss noch ihre Knie gerundet werden. إذا هنا Und dann wissen wir mehr. Sie, warten Sie bitte einen Augenblick. Sie werden gleich gerufen. Foto D zuerst muss aber Ihr Blutdruck gemessen werden. Hier passiv und hier passiv mit Modalverb. Passiv, hier bin ich. Sie werden operiert. Sie werden operiert. Und passiv mit Modalverb, nun muss noch Ihr Knie gerundet werden. Und auch so können, dürfen, wollen und sollen. Hören Sie und variieren Sie. So, wir reinigen jetzt die Wunde. Habe ich Sie richtig verstanden? Die Wunde muss gereinigt werden? Ja, genau. إذن من خلال هذه الصورة الآن يتحدث أنه الممرضة تريد أن تنظف لهذا الرجل الجرح وهو فهم بأنه عليه أن تقوم بتنظيف هذا الجرح. كود هي فاريانت هي سنقوم بتبديل هذه zum Beispiel die Wunde بفعلتسمون. إذن هو الجرح بهاندل أي تعالج الجرح. Und hier das Gewicht, dann Alwesen kontrollieren, Takombi Murakabat Alwesen, hier Krankenwagen rufen, Takombi Nida al-Sayyarat al-Is'af, den Bauch untersuchen. Dann Takombi Tahakkuk min al-Batn. Dann Satakomona Bitarir Hadi al-Ibarat, Bihadi al-Ibarat. Mein Leben, meine Gesundheit, dann Hayati wa Sihati. Gut, gesund leben, إذن أعيش قويا أو صحيحا. Lesen Sie die Überschrift. Worum könnte es in dem Text gehen? إذن اقرأ هذا العنوان وتحدث حول ماذا يدور. B. Lesen Sie nun den Text und kreuzen Sie an richtig oder falsch. إذن اقرأ هذا النص وضع به علامة تحت الجواب الصحيح أو الخطأ. Gut, wir lesen jetzt, سنقرأ الآن. Kopf und Körper brauchen Kilometer. إذن الرأس والجسد يحتاجون إلى كيلومتر. Es gab Zeiten, da hat Bernd die Zinger nach einem langen Arbeitslag den Feierabend am liebsten mit Bier und Chips vor dem Fernseher verbracht. Das ist vorbei. Bernd Ditzinger hat seine Ernährung umgestellt und seine Droge, wie er es nennt, gefunden. Ein fast schon extremes Verlangen nach Bewegung. Ein Leben ohne Laufen, mein Gott,
sagt der 35-jährige. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Es ist ein unheimlich tolles Gefühl, wenn man seine Leistung jeden Tag ein bisschen verbessern kann. Fünfmal pro Woche wenigstens vertauscht der Ingenieur seine Slipper für 2 Stunden mit Sportschuhen und geht joggen. Doch das ist noch nicht alles. Seit 2 Jahren verzichtet Bernd die Zinger auf Steaks und Schnitzel und lebt ausschließlich vegetarisch. Ich fühle mich einfach ausgezeichnet, so fit wie nie. Doch Bernd die Zinger ist keine Ausnahme. Offenbar sind immer mehr Menschen davon überzeugt, dass sie mit Sport und gesundem Essen das Optimale für ihre Gesundheit tun. Gut, من خلال هذا النص تعرفنا بأن ديتينغا قام برجيم أو بنظام غذائي من أجل أن يتفادى الدروب والشراب وغير ذلك. وأصبحت لديه صحة جيدة. Gut. 1. سنقوم بالإجابة إما richtig, صحيح, falsch, أي خطأ. 1. Bernd Ditzinger hat früher Drogen genommen. إذن هو كان يأخذ Drogen. Natürlich richtig, إذن صحيح. Er fühlt sich gesundheitlich besser, wenn er regelmäßig joggt. إذن هو يحس بأن صحته في أحسن عندما اعتاد على الرياضة أو المشي. Richtig, إذن auch صحيح. Er ist nur sehr selten Fleisch. إنه يأكل قليلا من اللحم. Falsch. ولكن هنا أصبح vegetarian. Das heißt, nichts oder kein hier. Auf Steak, auf Schnitz, auf Leben, schließlich vegetarian. إذن أصبح امتنع عن أكل اللحم. 4. Die meisten Menschen können sich ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen. Auch falsch. إذن هناك بعض الناس كذلك يستطيعون الحياة ولكن لا يحبون اللعب أو لا يقترحون الرياضة. Was meinen Sie, lebt Herr Ditzinger gesund? إذن ماذا تعتقد بأن كيف سوف يعيش قويا سيد هيتسينجر؟ إذن هنا ستقومون بالإجابة. Was tun Sie für Ihre Gesundheit? إذن ماذا تفعل من أجل صحة جيدة؟ Lesen Sie dann Frage. Lesen Sie den Fragebogen. Machen Sie dann ein Interview mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. إذن اقرأ هذه الأسئلة وضع Interview أي محادثة مع شريك أو شريكتك. هنا regelmäßig إذن منظم manchmal إذن مرة selten في غالب nie ولو مرة. Gut. Treiben Sie Sport إذن natürlich regelmäßig. Machen Sie Entspannungsübungen, إذن ستعمل تمارين الراحة. Das ist manchmal. Essen Sie in Ruhe, إذن نأكل في الراحة manchmal. Essen Sie Obst, Gemüse und Getreide, إذن تأكل الفواكه والخضار والقمح. Das ist natürlich regelmäßig. Essen Sie Fleisch, تأكل اللحم, إذن manchmal. Trinken Sie pro Tag mindestens 2 Liter Mineralwasser, Tee oder Fruchtsäfte. إذن تأكلوا أو تشربوا على الأقل مرتين جوج ديال لتران من الماء والشاي وعصير الفواكه. إذن نعم regelmäßig. Rauchen Sie, إذن هل تدخن؟ Nie, إذن لا أدخن. Trinken Sie Alkohol, هل تشربوا الكحول؟ Nie. Schlafen Sie ausreichend, هل أنهم تكفيكن؟ نعم, richtig, regelmäßig. Gut, machen Sie eine Kursstatistik, wie gesund lebt unser Kurs. Dann die Hälfte, dann هنا Sport, Entspannungsübung, regelmäßig, manchmal, dann هنا عبارة عن إحصائيات ستقومون بفعلها. Aus der Wissenschaft, dann انطلاقا من العلوم.
Was meinen Sie, welche Thesen stimmen, kreuzen Sie an? إذا ماذا تعتقد أو ماذا تفكر؟ أي الأطروحات صحيحة؟ ضع علامة في الخانة المناسبة. هنا 1. لاخن إسكيزون، الضحك مفيد للصحة. ما تغليش يا غشليش. Der Schlaf von Mitternacht ist am gesündesten. إذن النوم حتى إلى قبل الساعة الثانية عشرة ليلا هو صحي. إذن 19. طيب. Alte Frauen sind glücklicher als alte Männer. إذن السيدات العجوزات أكثر ذكاء من الرجال العجوز. إذن لا أعتقد ذلك. 9. Stress macht die Zähne kaputt. إذن العياء يفعل يضر بالأسنان. Auch 9. Sprechen Sie im Kurs über Ihre Entscheidungen. إذن اتحدث في الكورس حول قرارك. Ich glaube auch, dass der Schlaf von Mitternacht am gesündesten ist. Wenn ich zum Beispiel erst um 1 Uhr ins Bett gehe, bin ich am nächsten Tag immer total müde, egal wann ich aufstehe. لذلك يذهب إلى سريره حتى الواحدة ليلا فإنه يصبح total müde. إذا كثير العياء و لا يستطيع الاستيقاظ. Unsinn. Alte Frauen sind doch nicht glücklicher als alte Männer. Mein Großvater war. إذن هنا بدون معنى السيدات الكبيرات أكثر ذكاء من السيدات من الرجال الكبار. Zum Beispiel جدي. إذن هنا ستقومون بوضع حوار فيما بينكم. Gut, Grammatik. Genitiv. إذن المضاف إليه. Gut, mit bestimmten Artikel und mit unbestimmten Artikel oder possessive Artikel, إذن مع الضمائر المتصلة, zum Beispiel der, dies, der, das und der und hier unbestimmte, ein, eine, keine, meine und so weiter. Im Singular maskulin, wir sagen des Rückens, neutral des Gesichts, feminin der Haut. Und hier eines oder meines Fachmanns, denn da immer noch Defo ist am Ende. Eines meines Medikaments, einer meiner Spezialisten. Im Plural der Beine von Medikamenten oder meiner Beine. Denn nur Defo der für Plural. Auch so dein, sein, ihr, unser, euer und kein und so weiter. Passiv Präsens, إذن passiv في Präsens, إذن المجهول في المضارع. Ich werde, also mit Verb werden oder rufen. Ich werde gerufen. Du wirst gerufen. Er, es, sie wird gerufen. Wir werden gerufen. Er werdet gerufen. Oder und sie, sie werden gerufen. Passiv mit Modalverb, إذن مع المضارع Verb. Position 2 und hier Ende. Passive Präsens. Jetzt wird noch ihr Knie gerundet. Und hier im Passiv. Jetzt muss noch ihr Knie gerundet werden. إذن عندما دخلت عليها müssen أصبح فعلاً am Ende. إذن أصبح فعلاً في الأخير. Mit modal Verb. Auch mit modal Verb. Können, dürfen, wollen, sollen. Und so weiter. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich und viel Glück wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.